Okay, Real Talk über die Relevanz. Wir gucken uns jetzt noch das Video auf jeden Fall an. Mach, ja, aber gib auch Schweiß das schon, noch ja. So. Ich weiß, ich bin nicht mehr im Game. Erstmal hallo zu diesem neuen kleinen Mini-Real Talk-Video. Für die Leute, die sich an diesen Kamerawinkel erinnern und vielleicht das letzte Video zu so einer ähnlichen Thematik, naja, überhaupt nicht ähnliche Thematik, die das letzte Video geschaut haben aus diesem Winkel hier. Werden sich vielleicht daran erinnern, kleine Real Talk-Videos werden bei mir in dieser Perspektive gedreht. Ich frage mich gerade, ob ich nicht vielleicht, ja, vielleicht so ein bisschen hoch. Ich muss allerdings sagen, Real Talk aus der Perspektive finde ich schwierig. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich finde immer, wenn man so von oben herab so schaut, dann sieht man meistens, keine Ahnung, also ich persönlich finde, wenn ich so hier filme, ja, wenn ich so hier filme, denke ich immer, entweder bin ich der Überking oder sieht einfach nur, ich finde mich einfach nicht schön. Ne? Wirkt so überhöht, erheblich, ja, ne? Oder so. Ja. Iriko, ich wünsche dir eine gute Nacht. Erstmal, vielen übertriebenen Dank, es sind meine Haare kaputt. An das überkrasse Feedback und die Reaktionen von meiner Community zum letzten Real Talk Video, ne? Ich habe wirklich extrem viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, jo, wenn du mal reden willst, ne, red ruhig, ich bin für dich da, ne. Danke an alle, danke an meine Bekannten aus dem Nero-Discord, aber auch an meine Freunde von vom realen Leben, die das gesehen haben. Danke, dass ihr da seid. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich es brauche. Aktuell geht's noch. Und dieses Video ist auch gar nicht so melancholisch werden wie das letzte Mal. Also überhaupt nicht, im Gegenteil. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, Skript einsprechen ist gerade einfach nicht so. Und die Bearbeitung für meine normalen Videos kriege ich gerade einfach zeitlich nicht hin. Erstmal positive Nachrichten, meine Freundin hat die fucking Prüfung geschafft. Das ist richtig übertrieben gut erstmal, ne? Glückwunsch. Andererseits fühle ich mich aktuell absolut tot wieder. Aber das liegt daran, heute war letzter Tag in meinem Büro. Hab meine Mates verlassen. Ich dachte eigentlich, ich würde noch einen Tag länger dort bleiben. Könnte mich auch noch vom Rest verabschieden. Der eine Kollege, der garantiert dieses Video hier schauen wird, Heiko übrigens, wird sich garantiert morgen ärgern. Das Video kommt erst danach raus. Dass ich natürlich nicht da bin, dass mein kompletter Tisch abgebaut ist, dass alle Monitore von mir weg sind. Ja, sorry Heiko, ne? ich hab's auch erst gestern erfahren. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf meinen neuen Büroplatz, auch wenn er noch mal ein Standort ist mit anderen Kollegen. Worüber ich heute aber reden möchte, ist, wie man vielleicht mal wieder am Titel erkennen kann, mal wieder so ein Thema. Worum es gehen soll, ist erstmal, was ich auf jeden Fall darüber reden möchte. Was braucht man denn heutzutage noch, um in unserer geliebten Meinungsblogger-Szene relevant zu sein? Ich rede jetzt nicht von einem Kuhn-TV, Justin R. und Alpha Kevin, weil ich würde mal sagen, jeder weiß, dass die relevant sind, weil sie einfach die Szene prägen. Er hat mich gerade genannt. Zu den Positiven, zu den Leuten, die relevant sind? Der hat mich gerade mit zu den Relevanten genommen. Ja, wirklich. Das hätte mir das jemand vor einem halben Jahr gesagt, ne? Oder vor einem Dreivierteljahr, hätte mir das da jemand gesagt, dann hätte ich, dann wäre meine Sternstunde wirklich, ja. Ich bin mittlerweile schon relevant, ja. Ich bin mittlerweile einfach relevant. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft, ich bin relevant, Leute. Ehrenmann, wirklich. Also, Kuss geht raus an Holy, dass er mich hier gerade so pusht. Ja. Ich wäre wieder überheblich. Von dem Typ Maske, den habe ich letztens analysiert, ich hätte nicht von Barco, ich hätte halt, wie gesagt, mal wieder von unserer kleinen Meinungsbloggern. Und hab mir mal die Frage gestellt, bin ich relevant und möchte ich das sein? Was sind andere relevante Meinungsblogger? Weil wenn man einfach mal so überlegt, ne? Wer ist aktuell in der Szene bekannt? Ich meine, kennt ihr alle? Raptag wahrscheinlich noch mit am ehesten, ne? Kennt man noch, ne? Kennt ihr Vanonym? Die hat auch über 1000 Abos. Kennt ihr Konrad Sicht? Kennt ihr Ungeschminkter Blackscreen? Okay, der war bei Nero, den kennt man vielleicht auch noch. Aber viele kennen die nicht und ich vergesse sie auch immer wieder, ne? Marie-Louise, ich wünsche dir einen schönen Abend. Da ist immer nichts damit zu tun, dass diese irrelevant sind. Ich finde es aber nur krass, wie schnell man Leute vergisst, weil wenn ich jetzt an Meinungsblogger denke, ich denke halt zu 90% der Zeit an irgendwelche Idioten aus der kleinen Meinungsblogger-Szene, zum Beispiel halt Reels, mein Lieblings-Negativ-Beispiel aktuell, der jetzt sein Profilbild in eine Deutschland-Flagge geändert hat und nachdem er die AfD aber öffentlich deabonniert hat, das Bild habe ich aber zum Glück noch gespeichert. ja, Reels gut gemacht, wenigstens die AfD deabonniert, nachdem man das die auch in den Kopf geworfen hat, aber immer noch Leute dafür auf dem Discord bannen wollen, wenn man keine Belege hat für etwas, für du selbst keine Belege hast. Kapi. Reels gebasht. Mädchen, ist okay. Ich habe mich schon so oft gebasht. Ich werde auch kein Video mehr zu ihm alleine machen. Das hat einfach keinen Sinn bei dieser Persönlichkeit von Mensch. Ich werde jetzt auch nicht sein echtes Telonym lügen, wie ich es heute gesehen habe. Nee, warum denke ich und warum denken wahrscheinlich auch viele andere Leute, wenn sie an Meinungsblogger denken, nicht nur an gute Beispiele, sondern auch an Reels? Ist Reels relevant? Aber im negativen Sinne frage ich mich. Haben wir Reels diese Aufmerksamkeit gegeben? Haben wir einem CubesView diese Aufmerksamkeit gegeben? Haben wir einem Quatscher-Live diese Aufmerksamkeit gegeben? Und ja, haben wir. Das Problem ist, viele Leute sind in einer Bubble. Ich habe jetzt kennengelernt, es gibt natürlich die Bubble der großen Meinungsblogger. Wobei ich jetzt mal ehrlich sagen muss, mit den Meinungsbloggern, diese Konsorten, die gerade aufgezählt wurden, habe ich
noch nie zu tun gehabt. Ja, weil, also die hatten vielleicht mal mit mir zu tun gehabt, indem sie geschrieben haben, dass ich ein Hurensohn bin, vielleicht, keine Ahnung. Und dass ich ja ein schlechter Meinungsblogger bin oder sonst irgendwas. Also zumindest damals, jetzt ist es mir eigentlich scheißegal, so, mich juckt diese Szene nicht. Ja, von daher, mich interessiert es nicht so. Aber wenn jetzt Leute einfach am Start sind, die halt wirklich echt in Ordnung sind, die wirklich freundlich sind, wie zum Beispiel ein Unholy, ein Mighty oder sowas, so, dann bin ich mit denen gerne am Start. So. Ich habe mit Unholy auch gar kein Problem, richtig sympathischer Typ. Am Anfang fand ich ihn ziemlich komisch und auf einmal, so von jetzt auf gleich, eigentlich echt sympathisch, muss man halt so sagen. Du solltest das nicht allzu ernst nehmen, Fire Gordon war ja auch mal relevant. Ja, aber der hat ja selber seinen Rücktritt direkt verkündet, ne? Das ist halt ziemlich lost. Es gibt dann die Leute, die definitiv nicht in der Bubble sind, das sind aber nicht viele, und es gibt zum Beispiel so Bubbles wie die Clutter Bubble und die DQVE, also die Dave oder Joker Bubble, wie er sich jetzt auch immer nennt, die sich jetzt so zusammenschließen. Dave finde ich immer noch fucking witzig, ich weiß nicht warum. Hi Dave übrigens. Das sind also Bubbles, ich sehe mich irgendwie in keiner einzigen Bubble drin, das ist so krass, ne? Aber wer ist von diesen Menschen ist relevant? Was braucht man, um relevant zu sein? Und jetzt bei Clutter mit seinem Push, den er durch Kuhn bekommen hat, habe ich mich gefragt, jo. Ist Clutha jetzt relevant, weil er einen Push bekommen hat? Bin ich relevant, weil ich einen Push bekommen habe? Bin ich überhaupt jemals relevant gewesen? Habe ich eine Relevanz in dieser Szene? Ist es wichtig, dass man eine Relevanz hat? Also ich denke erstmal nicht. Ich denke überhaupt nicht, dass es wichtig ist, irgendeine Relevanz in dieser Szene zu haben. Die Szene ist zwischen so einem Überflutetsein. Ich kenne noch jemand anderen, der jetzt wahrscheinlich mit Kritiken erstmal aufhören wird, was ich jetzt aber nicht spoilern möchte. Und so weiter. Ist man überhaupt in der Lage, relevant zu sein, wenn man klein ist? Ja, okay, nee, das ist eine Scheißfrage. Was macht einen YouTuber in unserer Szene relevant? Könnt ihr übrigens gerne in den Kommentaren beantworten, wenn ich jetzt hier nicht in meinem kleinen Selbstmonolog darauf komme. Oh Ich Mann. glaube, was einen relevant macht, sind nicht die Aufrufe. Wobei, okay, fangen wir anders an. Ich hab mir ein paar Stichpunkte gemacht, aber früher war es Es so. ist schwierig. Also ich finde, relevant zu sein ist generell eine extrem schwierige Angelegenheit, weil es gibt halt unterschiedliche Wege, wo du halt Reichweite bekommen kannst, wo Leute sagen können, ja, es ist relevant, aber es ist halt eine subjektive Sache. Entweder du bist halt relevant, indem du viele Zuschauer hast, oder du bist relevant, weil die Meinung halt so bei dir halt so viel Gewicht hat, ne? Man weiß es halt nicht. So, du hast einen Meinungsblog gemacht, um deine Meinung zu Themen zu sagen und deine Meinung zu vertreten, die sich natürlich auch ändern kann. Hier Danke bestes für die Beispiel ist ja Follow, wieder Tim Magic. aka Kuchen mit der AfD, ne? Video uralt hat darunter genommen, hat seine Meinung geändert, Punkt, ne? Das waren früher Meinungsblogger, das waren Leute, die relevant wurden für diese Szene. Ich glaube nicht mal, dass es heutzutage so ist, dass du deine Meinung vertreten musst oder dass du überhaupt eine Meinung sagen musst. Ich glaube, um relevant in dieser Szene zu werden, vor allem bei den Kleineren, ist das einfach so, du musst auf die Fresse geben können, du musst Leute beleidigen können. Du musst austeilen können, natürlich nicht einstecken können, aber nicht jeder, das ist natürlich nicht jeder kann, das kann nicht jeder einstecken, aber viele können es zum Glück noch, sonst wäre diese Szene komplett verloren. Aber ich glaube nicht, dass es relevant ist, heutzutage noch seine Meinung zu einem Thema zu sagen und die auch zu vertreten, weil sich jeder gleich persönlich angegriffen fühlt. Ich meine, what the fuck, selbst Tim fühlt sich persönlich angegriffen. Alpha Kevin fühlt sich persönlich von einem Cloud angegriffen, was ich auch damals nicht verstanden habe, oder von einem Butlinger, dessen Meinung ich ja teilweise sogar geteilt habe. Ja, also bei dem Cloud Dust muss man halt einfach sagen, dass der. Das Cloud, also erstmal, diese kleine Szene war noch nie positiv zu sprechen von größeren Meinungsbloggern. Ich weiß noch ganz genau, da war ich auch relativ klein, da war ich ein relativ kleiner Meinungsblogger, hatte 5.000, 6.000 Abonnenten. Die haben nichts gegönnt, die haben die ganze Zeit nur beleidigt, einen als Hurensohn beleidigt und so weiter. Die haben ihn die ganze Zeit nur beleidigt, nur beleidigt. So, natürlich habe ich da einen negativen Blick auf diese Szene, weil ich mir so denke, Junge, was sind das für Spasten eigentlich? So, dann wird man größer und größer, bekommt immer mehr, Hate. Ja, zu sich. Mich hat das noch nie wirklich gestört, weil ich mir noch nie irgendwie ein Wort von denen angenommen habe, weil die halt wirklich, das ist einfach nur unreflektiert dumme Kacke, die dort einfach nur rausposaunt wird, indem einfach nur beleidigt wird. Und dementsprechend war es sowieso, mich hat das Ganze auch nicht gejuckt. Und dann kommt halt ein Cloud Dust an, ne? Also mit Cloud Dust habe ich jetzt ja auch gar kein Problem, ne? Wenn er jetzt hier am Start ist oder so, sympathisch, freundlich, alles gut. Aber der hat halt ein Video gemacht zu Dingen, die schon längst gegessen sind. So, ich meine, der macht ein Video darüber. Ja, also das Overlay bei Alpha Kevin ist komplett beschissen. Ja, der spricht aber mein Overlay an, was ich vor einem Monat drin hatte, und mittlerweile habe ich ein ganz anderes Overlay. So, ergibt gar keinen Sinn, den Punkt reinzunehmen, weil ich habe es ja schon geändert und mittlerweile sieht mein Overlay halt ganz gut aus. Ja, also solche Punkte sind halt drin, wo man einfach nur sinnlos fronten will, ohne Punkte. Also wirklich ohne Punkte. Ja, und deswegen, ja, keine Ahnung, natürlich finde ich es lost. Und also, ich fühle mich da nicht angegriffen, weil mich juckt die Meinung halt von ihm nicht. Ich mache mich halt nur einfach drüber lustig. Und ich dachte mir nur so, yo, guck, ich mache ja jetzt, also das war die Zeit, wo ich dann mir selber gesagt habe, ich will meine Videos einfach besser machen. Und ich dachte mir so, ey, das Video ist einfach eine Steilvorlage dafür, um mal so ein richtig schönes Video zu machen. Einfach mal hinsetzen, schön lange sich hinsetzen, schön ein Video machen und den einen oder anderen Einspieler mit ausprobieren. Und perfekt ist es. Ne? Mir ging es gar nicht darum, dass ich jetzt meine Emotionen freien Lauf lasse und mich darüber extrem aufreg. Mir ging es darum, den Leuten zu zeigen, dass mein Content jetzt einfach besser wird.
Alpha Kevin nur ein Beispiel war, man fühlt sich instant persönlich angegriffen. Ich habe ja auch mit Alpha Kevin, mit Olli habe ich darüber damals geredet, ne? Als ich seinen ultra nice Telekom-Vertrag eben gemacht habe. Lol, ich hoffe, Internet läuft auf jeden Fall. Ne? Internet läuft sehr gut. Also ich hatte noch kein einziges Problem mit Telekom, kann ich nur jedem empfehlen. Meldest du dich, ich lass mal durchchecken. Wieso fühlt man sich heutzutage instant angegriffen? Fühlt man sich in dieser Szene so wichtig, dass man sich denkt, ich darf keine Kritik abkriegen, weil ich zu relevant bin? Gibt's das? Weil zu mir gibt's immer noch sau wenig Kritik und das verstehe ich einfach nicht. Warum gibt's zu mir so wenig Kritik und zu einem, ich bin nicht relevant, aber normalerweise hetzen die Kleinen doch wirklich gegeneinander inzwischen. Ich meine, warum hat noch nicht mal ein Reels zu mir ein Reels macht keine guten Kritikvideos, warum hat noch keiner zu mir ein relevantes Kritikvideo gemacht? Außer Cloud und Reels halt, ne? Weil dann, wie gesagt, nicht relevant. Warum hat so noch niemand zu mir ein gescheites Kritikvideo gemacht, wo ich sage, okay, endlich mal Punkte, die ich umsetzen kann, die Sinn machen würden. Bei Cloud damals hat es schon ein bisschen Sinn gemacht, aber wie gesagt, das Video war absolut schlecht und niemand hat auch offline genommen, hat viele Videos damals offline genommen. Aber was, bin ich jetzt relevant dadurch, dass niemand mich kritisiert und ich quasi so als kleiner Meinungsblogger so ein bisschen für die Kleinen auch ein bisschen stehe und so ein Positivbeispiel bin? Oder kriege ich keine Kritiker, weil ich absolut irrelevant bin? Also nicht, dass ich relevant sein möchte, ich möchte jetzt auf keinen Fall hochnässig oder so klingen, das ist mir in dem Punkt schon fast eher egal. Aber es ist nicht egal, Mann. Zum Thema Relevanz. Ich kann euch jetzt schon mal was sagen. Es ist einfach schön, relevant zu sein. Ja, es ist einfach schön, relevant zu sein. Es gibt keinen Grund, dass man es nicht schön findet, relevant zu sein. Und wenn man sagt, es ist einem egal, relevant zu sein, will man innerlich trotzdem relevant sein. Ich habe damals auch gesagt, ja, will ich eigentlich groß auf YouTube sein? Will ich diesen öffentlichen Druck oder sonst irgendwas? Ja. Den öffentlichen Druck, ja, will man natürlich nicht, aber es ist halt, du willst ja bekannt sein, du willst, dass du viele Leute erreichst, das ist ja dein Ziel, das ist ja das, was du gerne, was dein Traum ist, was deine Vision ist, das willst du ja. Also willst du auch relevant sein, ja, du machst ja die Videos, um Publikum anzusprechen, aber willst du einfach immer nur ein Publikum ansprechen, was immer nur die gleichen Leute sind, so 10, 20, 30, 40 Leute, die immer dabei sind und dann noch ein paar, die außen sind und nur mal so auf das Video klicken? Natürlich willst du relevant sein, du willst viele Zuschauer haben und du willst auch stetig eine wachsende Community haben. Ja. Also das kann ich euch sagen. Dass, ich glaube, jeder würde lügen, wenn er sagt, ich möchte nicht relevant sein, weil, keine Ahnung. Ja, du machst doch Videos, um eben größer zu werden. Das ist einfach weird. Das ist einfach weird, dass man heutzutage nicht mehr seine Meinung vertreten muss, um Relevanz zu... Hast du nicht mal Kritikvideos zu ihm? Nee, ich habe kein Kritikvideo zu Unholy gemacht. Ich habe mal zu Mighty ein Kritikvideo gemacht. Lang. Beziehungsweise, wenn man seine Meinung vertritt und jemand anderes kommt und vertritt seine Meinung, fühlt man sich instant natürlich angegriffen. Ja, Mick, du musst heutzutage einfach schauen. Bashen können. Das brauchst du, um in der Meinungsblogger-Szene groß werden. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem. Das müsste man echt mal reformieren. Wir müssen doch nicht bashen. Wir müssen einfach unsere Meinung zu einem Thema sagen. Wir müssen ausführlich recherchieren. Wir müssen ein Thema darlegen können. Wir müssen einfach mal zeigen können, dass wir relevant sind, dass die Szene relevant ist für YouTube. Weil das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass wir so oft als negativ dargestellt werden, jetzt durch die Kleinen vor allem, wo die Großen uns auch als negativ sehen, die Kleinen, einfach weil nur noch rumgebasht wird, weil keiner mehr sachliche, fundierte Kritik äußert. Von den ganz Kleinen, also ich jetzt nicht von Raptek und so wieder, die habe ich ja manchmal genannt, wegen Relevanz. Die sind für mich auch relevant. Ein Raptek ist für mich relevant. Wir haben ja auch unseren kleinen gemeinsamen Discord mit den Mittelmäßigen und Halli. Hi Halli. Bakus auch drauf, soweit ich weiß. No joke, also... Ich kann es einfach nicht verstehen, warum man heutzutage so extrem schnell so viel Reichweite erzielt mit einfach simplem Rumgebäsche, mit Kindern, die nicht wissen, wie man argumentiert. Habe ich ja schon meinem Top 5 schlechtesten Meinungsblogger gesagt, wo es dann irgendwie doch gefühlt 10.000 Meinungsblogger am Ende gab in der Liste, ne? Ich verstehe es nicht. Was können wir an der Szene ändern, dass wir uns selbst, dass wir einfach über diese schwarze, dunkle Seite unseres Image stürmen können? Ich will noch als Meinungsblogger nicht gesehen werden, als jemand, der hier nur stumpf rumhätte, der nur Kritik gibt. Ich meine, ich mache schon lange keine richtig harten Kritikvideos mehr. Das letzte war das Reels-Video. Dann gab es da noch das Cuties-Video, was immer noch extrem gut geklickt wird, was ich richtig nice finde. Ich hoffe, da mache ich nochmal Follow-up zu. Aber wann habe ich das Mal außer bei Reels richtig hart Kritik geäußert, ohne dazu vielleicht noch Verbesserungsvorschläge aufzumachen? Also so einen richtigen typischen Meinungsblog. Warum müssen wir bashen? Ist es das, was uns Relevanz verschafft? Ist es das, was ich mir... Naja, bashen verschafft nicht unbedingt die Relevanz. Es kommt immer darauf an, welche Person du ansprichst. Ich finde, wenn du einen Meinungsblogger kritisierst, bashst, hatest, was weiß ich, finde ich, hat das für dich nicht unbedingt wirklich einen großen Sinn, gerade als kleiner Meinungsblogger. Ja, sprich lieber Themen an, die, was weiß ich, gerade gehypt sind, viral gehen. So kannst du neue Zuschauer gewinnen. Aber wenn du immer in der gleichen Szene bist und dann hetzt du halt gegen Leute aus dieser Szene, dann wirst du nicht unbedingt die Zuschauer abwerben können von den Kanälen, die du gerade bashen willst. Da bekommst du maximal Kritik und Hate ab. Und das war's. Dementsprechend ist es ziemlich lost. Generell auch von den ganz Kleinen ist es immer so lost, wenn du einfach mitbekommst, ja, die
die haten dich einfach nur, es sind nur so weiße. Keine Ahnung, Mann. Ja, es ist einfach nur Rotz. Als kleiner Meinungsblogger brauche, um mir mich selbst relevant zu fühlen, wenn ich andere Leute bashe, die gehen drauf ein, weil, ich sag euch mal was, nur weil andere Leute auf eure Kritik eingehen, das seid ihr nicht relevant. Ihr seid nicht mehr oder weniger wert als jeder andere Meinungsblogger in unserer Größe. Warum gibt es so oft gebashed? Glut ja nichts gegen dich, wir hatten ja schon mal mit deinem Stream drüber geredet. Nichts gegen dich, aber du hast manchmal schon etwas cholerischen Content, ne? Und das ist halt einfach deine Art, das verstehe ich. Aber ich verstehe nicht, dass man sich halt permanent bashen muss und dann, wie gesagt, dieser Lucianer-Hate, auch wenn er jetzt vorbei ist, dieser ganze Beef zwischen euch, dass man das so lange durchzieht, das habe ich zwar auch, aber ich hatte auch extrem langen Beef mit Nexter. Das war dann noch ein bisschen was anderes. Das ist eine ganz andere Geschichte, ist ja geklärt. Aber ich kann halt einfach nicht verstehen, warum man heute noch so viel bashen muss. Ich habe damit aufgehört. Und den einzigen, den ich bashe, ist Reels, aber der macht immer und mehr Scheiße, wie gesagt, ein deutscher Profilbild. Was ist das? Ach Gott, alles, was ich sagen möchte, ist, denkt mal ein bisschen drüber nach, habe ich jetzt auch für mich getan. Was für ein Content macht ihr? Ist es Content, wo ihr von euch selber noch in 10 Jahren sagen könnt, Alter, den habe ich voll zerflext, der ja, richtig nice, ne? Wollt ihr so Zerflexer-Content weitermachen? Wollt ihr Leute einfach richtig gorden, ne, wie ihr in eurer Deco-Fiber besagt, so zermaxen, was, glaube ich, ne? Wollt ihr wirklich, dass ihr in 10 Jahren dafür steht? Ich möchte nicht, dass diese Szene in 3 Jahren, ich möchte nicht mehr, dass die Szene nächstes Jahr dafür steht, einfach nur stumpf Leute zu kritisieren, die es nicht verdient haben, so wie es jetzt aktuell ist, wo ein Kuchen-TV literally der einzige ist, also Kuchen-TV ist übertrieben, ein Just Nero hat auch berechtigte Kritik. Also wieso sind die Leute, die berechtigte Kritik üben, die größeren und nicht die kleineren? Warum müssen wir keine berechtigte Kritik äußern, ohne dabei zu beleidigen? Ich meine, okay, nicht jeder beleidigt, aber das geht schon ein bisschen in die Richtung Zermaxung. Und wenn es nicht unbedingt so ein gutes Stilmittel ist wie bei SNZ oder bei DQV, ich verstehe es einfach nicht. Was die kleinen Meinungsblogger sich da einfach als Vorbild nehmen, verstehe ich teilweise echt nicht mehr. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die sich bashen. Also warum die einfach nur sinnlos teilweise haten oder sowas. Also das ergibt für mich halt auch keinen Sinn. Ich denke mir halt so, ihr seht's ja, bei uns, das funktioniert, wenn man Videos macht, die Qualität haben oder wo man sich vor die Kamera stellt, wo die Qualität, sag ich mal, in Ordnung ist und wo man auch Dinge anspricht, wo vielleicht nicht jeder drüber spricht, ja. Und die behandeln halt Themen, oder wo auch teilweise jeder drüber spricht, und die behandeln halt Themen, wo die halt immer nur gegen die Kleinen so bashen oder wo die über die Meinungsblogger bashen, die merken doch, dass damit kein Erfolg haben werden. Ich verstehe es einfach nicht, aber gibt für mich gar keinen Sinn. Kunifort hat geschrieben, sind die Real Talk nicht genau das gleiche wie deine normalen Videos, nur qualitativ geringer? Okay. Was ich jetzt genau mit diesem Video überhaupt am Ende sage, könnte komplett weird sein. Alles, was ich sagen möchte, ist, Leute, scheißt auf Relevanz, Alter. No joke. Niemand ist von uns relevant, bis wir irgendwann mal es geschafft haben, über unseren eigenen Schatten zu springen. Ne? Niemand von uns ist relevant für diese Szene. Aber was wir zusammen machen können, ist, diese Szene relevant für YouTube zu machen, indem wir einfach fundiert und sachlich bleiben und nicht, ich hab's im Video schon oft genug gesagt. Ich schätze mal, das war's dann für jetzt. Wenn ihr noch nicht habt, ich hab so einen, ich glaube, hier blende ich jetzt so eine Box ein, ne? Da ist ein Abonnieren-Knopf. Der sieht so aus wie der in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. Mag ich bei euch. Ich notiere es mir. So ein grauer Daumen nach oben, den könnt ihr auch mal klicken, damit der blau wird. Blau gefällt mir viel besser, ne? Und folgt mir gerne auf Instagram. Ich habe vor, wieder mehr Katzenbilder zu posten. Außerdem mache ich mich da ab und zu über Leute lustig, die es verdient haben. Mach ich nicht, ihr kennt mich. Ach ja, und ich wurde gebeten, meinen Discord mal wieder zu erwähnen. Discord ist in der Beschreibung verlinkt. Okay, geht nicht auf Discord, er hat es nicht verdient. Ich muss sagen, ich mag Real Talks. Ich finde aber, er hat zu oft Dinge wiederholt und sowas. Am besten direkt bei der Sache bleiben. Aber ich mag Real Talks und ich verstehe das, was er sagt, muss aber sagen, Relevanz ist halt komplett subjektiv. Und ich finde es auch gut, dass er das nochmal anspricht, dass die Kleinen, dass er nicht versteht, warum diese kleinen Meinungsblogger einfach nur haten und sinnlose Scheiße labern. Ja, das ist halt dämlich.